nein! Zu Artikel 13! Jetzt ganz leise. Wir sagen nein. Zu Artikel 13. Das war voll süß. Nochmal, ganz leise. Wir sagen nein. Und jetzt ganz laut. Wir sagen nein. Zu Artikel 13. Wir sagen nein. Zu Artikel 13. Und leise. Wir sagen nein. So, meine Damen und Herren, einen großen Applaus für unsere Redner. So, lauter. Pfeifen. Ich übernehme das Mikrofon dem einzigartigen, großen, nicht frisch gefärbten. Der hat sogar die erste Demo veranstaltet. Also auch nochmal da einen Applaus an Zebro! Oh mein Gott, Leute, Alter, ich bin gerade. Wir haben den kompletten Platz gefüllt, das hätte ich nicht gedacht. Damals, wo ich die erste Demo gemacht habe, da waren wir, wie viele Leute waren wir? 1500 Menschen oder so. Und jetzt sind wir, letzten Zahlen, die ich mitbekommen habe, knapp 15.000 Menschen. Und das ist echt, Leute, Applaus an euch auf jeden Fall erstmal. Das ist mega geil, dass sich so viele für diese Sache einsetzen, die auch verdammt wichtig ist. Ich will jetzt nicht so viel reden, meine Stimme macht schon langsam wieder schlapp. Ich kann langsam, glaube ich, nicht mehr. Ich gebe das Wort gerne direkt an den guten David von Safety Internet nochmal weiter. Ihr seid geil, vielen Dank, Safety Internet! Also, ich bin fassungslos, keine Ahnung, was ich dazu sagen soll. Also, ihr wisst gar nicht, wie ich gerade nervös bin, aber irgendeiner muss es ja machen. Also erstmal vielen Dank, ich find's geil, Köln, ihr seid einer der friedlichsten Demo gewesen, für mich persönlich und viele andere auch, es ist einfach der Hammer gewesen. So, wir sind natürlich hier, um nicht nur Parolen zu singen und hier die Schilder hochzuhalten, sondern wir sind auch hier, um Informationen zu teilen. Ungefiltert! Okay, Eddie. Der erste Redner. Okay, der erste Redner, der natürlich auch ein paar Informationen rausknallen will, ist der liebe Dennis. Ich übergebe das Mikrofon. Nicht so sehr nach vorne schauen, sonst wird er noch ganz nervös. Ich bin selber ganz nervös. Also wir tun jetzt so, als seid ihr jetzt alle nicht hier. Dankeschön. Ja, ich bin der Dennis Deutschkämer, stellvertretender Bundesvorsitzender der Piratenpartei. Und da wurde auch so gesagt, ja Mensch Dennis, du hast doch schon mal vor Leuten gesprochen. Alter, nicht so viele, kein Scheiß. Ja, ich weiß gar nicht, die hier vorne stehen, sehen, wie meine Hand zittert am Mikrofon. Wenn sie sich hinsetzen, würde man das auch sehen! Und das, was wirklich am überwältigsten ist, dass ihr hier alle seid. Also so unglaublich viele Menschen. Ich weiß nicht, diese Spontan-Demo, da wird ja gesagt, okay, komm, also 5.000 Leute werden da vielleicht da sein, 10.000, wenn es hochkommt. Und es sind jetzt, was, 14.000, 15.000 Menschen, die hier sind, viele junge Menschen. Ja, nochmal einen Applaus für euch selber, beklatscht euch mal. Ja, ein großer Dank, ich hoffe, ich halte hier nicht zu sehr, ein großer Dank geht aber auf jeden Fall noch an dieser Stelle an Julia Reda. Ehren-Julia höre ich hier gerade. Und die unglaublich viel Arbeit, fast unmenschliches im Europäischen Parlament vollbringt, teilweise eben auch die Dokumente nach draußen liegt, wundervolle Arbeit. Und von mir aus nochmal an dieser Stelle sehr, 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 sehr großen Dank. Vielen Dank, Julia. Ja, und jetzt rückt die Abstimmung immer näher und überall in allen großen europäischen Städten demonstrieren Menschen wie wir, junge Menschen, gegen Artikel 13, gegen die neue Urheberrechtsreform. Und dabei sind wir nicht, und das wird ja hier auch schon häufiger gesagt, wir sind nicht gegen eine Erneuerung des Urheberrechts, denn das Urheberrecht muss unbedingt erneuert werden. Es muss angepasst werden an die neuen Medien, es muss angepasst werden an das neue Internet.
dass er jetzt irgendwie auch schon seit 25 Jahren da ist. Und es muss angepasst werden an unsere Kultur, an unsere Streaming-Kultur, an unsere YouTube-Kultur, an Instagram und vieles, vieles weitere und an alle anderen Plattformen, die es sonst noch gibt, die mir jetzt vor Aufregung entfallen sind. Und es ist unsere Kultur. Es muss an unsere Kultur angepasst werden. Ja, stattdessen wird jedoch ein Gesetz auf den Weg gebracht, das natürlich diese ganze Kultur einschränken soll. Und wir kämpfen nicht gegen etwas, sondern wir kämpfen für unser Recht. Für unser Recht auf freie Entfaltung, für unser Recht, die Informationen freizuteilen und das Wissen freizuteilen. Und daran merkt man auch schon, dass dieses Gesetz doch sehr rückwärtsgewandt ist, gegen die Digitalisierung in diesem Land. Und der freie Wissensaustausch wird dadurch erheblich eingeschränkt. Also wenn ich allein überlege, was ich über YouTube gelernt habe und seit wie vielen Jahren ich quasi auch über YouTube sozialisiert werde, zunehmend jetzt auf Twitch. Und von daher, diese Informationsquellen möchte ich nicht mehr missen. Ich möchte eure Informationen nicht mehr missen. Vielen Dank an dieser Stelle. Aber das Gesetz sagt ja, dass die Content-Sharing-Provider, womit ja eben YouTube, Facebook und viele andere gemeint sind, sollen die Informationen, die Videos, die Tonaufnahmen zuverlässig erkennen, ob dort urheberrechtliches Material drin ist. So, als Informatiker, der ich ja nun auch bin, kann man sagen, dass das natürlich absoluter Quatsch ist. Also alleine die Rechenleistung, die ich mir jetzt vorstelle, die Server von den ganzen Anbietern benötigen würden, um Frame für Frame alles auseinanderzudröseln und dabei auch noch Satire und Reviews zu erkennen, ist natürlich absurd. Also ein Gesetz auf den Weg gebracht, das vorne und hinten fachlich überhaupt nicht ausgearbeitet wurde. Und das ist natürlich sehr bezeichnend. Bezeichnend ist aber auch, und jetzt nenne ich mal einfach den Namen des politischen Gegners vielleicht. Ihr habt alle den Tweet der CDU gesehen, nehme ich an, ne? Wo sie uns das Internet erklären wollten. Wo sie uns erklären wollten, dass Google doch ganz zuverlässig Memes herausfiltern kann. Und was eben hier auch sehr schön ist, dass selbst die Social Media Abteilung des europäischen, also der CDU im Europaparlament noch nicht mal Ahnung vom Internet hat. Also was ist denn das für eine absurde Kiste? So, jetzt muss ich ja gerade mal weiterblättern. Ja, entschuldigt die Pause. Das ist, ich gebe euch Zeit, euch gegenseitig kennenzulernen. Und ne, wir sind ja hier, wie wir vorhin hörten, eine große Familie sowieso. Ja, aber seit einigen Monaten gehen natürlich immer mehr, also wir hier und auch viele in anderen europäischen Ländern gehen auf die Straße. Gehen auf die Straße, aber nicht nur für ihr Recht auf freie Entfaltung im Internet, nicht nur für ein freies Netz, sondern eben auch für Fridays for Future. Gestern, glaube ich, hier gewesen, gestern war Freitag. Solidarische Grüße erstmal an dieser Stelle. Und das wirkt ja gerade irgendwie alles ein bisschen grotesk. Ne? Also als würden viele, viele alte Leute einen Kampf gegen die Jugend führen. Und ich kriege dann immer wieder zu hören, also da ich ja eben auch sehr politisch aktiv bin, ja, das sind die Erstwähler. Die müssen jetzt ihre Hörner abstoßen, wenn die dann verstanden haben, wie diese Welt funktioniert, dann werden die schon ziemlich ruhig sein. Ja, das ist ziemlich scheiße, das von Letztwählern zu hören, ne? Jetzt bin ich in Mono. Und der natürliche Feind der Konservativen, das muss man ganz ehrlich sagen, ist der Tod. Und wir... Hat er nicht gesagt. Und ich bin jetzt seit über 10 Jahren aktiv für unsere digitalen Bürgerrechte. Über 10 Jahre, ach, schon viel länger quasi, 13 Jahre. Seitdem ich 17 Jahre alt bin, Wolfgang Schäuble wollte damals die Killerspiele verbannen, vielleicht erinnern sich einige. Bin ich aktiv, gehe auch auf die Straße. Und es zeigt sich immer, dass sich dieser ganze Quatsch immer wieder wiederholt. Und wir müssen immer, immer wieder laut sein. Und wir müssen immer wieder Gesicht zeigen. Und das ist auch vielleicht gut so.
Denn wir sind die Lobby für das Internet. Und wir sind die Lobby für unsere Kultur. Und wir sind auch die Lobby für unsere Zukunft und für unsere eigene Generation. Und wir müssen etwas verändern, denn die anderen werden es nicht tun. So, und bevor meine Knie hier komplett versagen, komme ich zum Schluss. Ja, ich sehe, also die ganze Demo, vielleicht viele haben mich ja schon gesehen, ich laufe ja auch jetzt die ganze Zeit nebenher, habe Fotos gemacht, 32 Gigabyte übrigens an der Zahl. Haben mich gesehen, ich bin auch die Wochen vorher hier immer mitgelaufen und habe Mitreden gehalten, durfte ein bisschen hier was erzählen und viele junge Menschen neu kennengelernt. Viele Menschen in den Augen geblickt, dass ich gesehen habe, okay, ihr seid engagiert, ihr bleibt. Das ist kein Phänomen, ihr seid nicht irgendwie, ja okay, jetzt ist die Abstimmung vorbei und dann hat es sich erledigt und danach sind wir wieder unpolitisiert. Nein, jetzt haben wir Blut geleckt. Und jetzt erst recht. Denn die nächsten Abstimmungen nach Artikel 13, nach der Urheberrechtsreform, die warten auf uns. Sie warten auf Landesebene, die warten auf Bundesebene und sie warten auf europäischer Ebene. Und wir alle haben ein Auge darauf, was dort gemacht wird. Und wie gesagt, wir sind die Lobby für unsere Zukunft. Ja, jetzt ist bald mein letzter Satz hier quasi. Ja, wenn ihr wenn ihr wählen geht, und das solltet ihr alle, die es dürfen, und wenn ihr wählen geht zum Europäischen Parlament, dann macht ein Kreuz bei der Partei, wo ihr meint, dass sie am ehesten eure Interessen vertritt. Und denn wie gesagt, wir müssen dafür einstehen, denn die anderen werden es nicht tun. Und jetzt vielen Dank wirklich an euch, weiche Knie, große Gefühle und großer Mut. Danke. Danke, Dennis, sehr schöne Worte. Er hat auf jeden Fall recht, das ist, was im Moment hier in Deutschland ist, es ist einfach, die Jugend, die interessiert sich wieder für Politik und das ist wichtig, dass es jetzt so bleibt und nicht einfach wieder abflacht, sobald die Abstimmungen vorbei sind. Wir müssen einfach für unsere Zukunft weiterkämpfen, was mega wichtig ist, sei es für, habe ich eben schon mal gesagt am Start, sei es für Fridays for Future oder jetzt Artikel 13. Macht weiter so, wir können zusammen alle was bewegen, damit wir eine geile Zukunft haben können vor allen Dingen. Ja, wir kommen direkt zum nächsten Redeslot. Wir müssen leider in einer Stunde hier wieder den Platz geräumt haben. Ich habe den Chaos Computer Club Cologne hier am Start. Die haben auch noch eine kleine Rede vorbereitet. Macht mal Riesenlärm für die Jungs. Vorsicht! Sehr stürmisch, der Mann. Sehr stürmisch. Ich gebe das Mikro weiter. Bitte sehr. Hi, ja, danke schön. Wir würden uns erstmal vorstellen, ich bin der Amp und das ist der Necro. Wir sind vom Chaos Computer Club hier in Köln. Und naja, uns geht es so ähnlich wie euch. Wir sind so wütend, dass wir hier stehen und uns sogar einen Zettel gemacht haben. Und uns überlegt haben, um was es heute geht. Ihr wisst von uns, wir sind jetzt nicht so unbedingt immer die Freunde von zentralistischen Plattformen. Wir sind nicht die Freunde von Medienportalen, wo es irgendwie nur eins oder zwei gibt. Wir wollen die Dezentralisierung fördern, wir wollen, dass es mehr unterschiedliche Plattformen gibt, dass man seinen Content überall veröffentlichen kann. Und man muss halt feststellen, dass die geplanten Änderungen, die hier durchgebracht werden sollten, das in Kritik bringt. Das größte Problem an der Urheberrichtlinie, die geändert werden soll, ist halt, dass sie handwerklich nicht gut war. Wir müssen das einfach nochmal aufs Tablett bringen. Es war halt wirklich schwer, angebotene Hilfe, wir haben es hier gehört, gerade von Julia Reda, die halt einfach nicht angenommen wurde, die ignoriert wurde. Das ist eigentlich in einem demokratischen Prozess wirklich peinlich, dass versucht wurde oder kurz überlegt wurde, die Abstimmung nach vorne zu ziehen, als es die Idee gab oder als es die ersten Proteste im Internet gab. Wenn man nochmal rückblickend guckt, wir haben es gerade gehört, das Thema irgendwie, ja, Memes und Google wird das schon rausfiltern. Das ist einfach etwas, wo man ganz klar sieht, und ich kann das hier nur wiederholen, dass hier versucht haben, Leute Politik um und über das Internet zu machen, die davon schlichtweg keine Ahnung haben. Und nochmal, für uns ist ein wahnsinnig wichtiger Punkt, das Thema Dezentralität. Necro, da sagst du am besten was zu. Ja, falls ihr euch jetzt fragt,
Inwiefern beeinflusst, Entschuldigung, inwiefern geht diese EU-Urheberrechtsreform gegen die Dezentralität? Das ist eigentlich ganz einfach. Diese EU-Urheberrechtsreform stellt Hürden auf, die für große Plattformen viel leichter zu bewältigen sind als für kleine Plattformen. Das heißt vor allem die kleinen Plattformen, die vielleicht mal Konkurrenz für YouTube oder so werden könnten, die werden davon hart getroffen. Und das ist nicht gerade förderlich für Kreativität, denn Urheber, Content Creator sollten eine möglichst große Auswahl an Plattformen haben, um nicht abhängig von dieser Plattform zu sein. Wir sind für Autonomität und Unabhängigkeit. Das mag zwar jetzt ein bisschen redundant klingen, aber das liegt daran, dass das uns so wichtig ist. Wir sind nicht gegen eine Urheberrechtsreform, das ganz und gar nicht. Das Urheberrecht musste schon lange reformiert werden und auf das 21. Jahrhundert angepasst werden. Jedoch nicht so. Aber wir wollen uns an dieser Stelle nicht nur auf Upload-Filter konzentrieren, sondern diese gesamte EU-Urheberrechtsreform ist für den Arsch. generell ist unser Urheberrecht nicht sonderlich toll. ich will noch an diesem Punkt nochmal auf die Hacker-Ethik verweisen, die ganz klar sagt: Misstraue Autoritäten, fordere Dezentralisierung. Danke. Nico hat es gesagt, wir vom CCC haben eine Hacker-Ethik, der wir uns einfach als Hacker verpflichtet fühlen und die für uns seit den 80ern sehr wichtig ist. Und innerhalb dieser Reform sieht man halt einfach, dass viele Punkte aus dieser Hacker-Ethik dort torpediert werden. Du hast gerade gesagt, misstraue Autoritäten, fördere Dezentralisierung, was hier bewusst umgangen werden soll. Ein weiterer Punkt, den ich gerne mit euch teilen möchte, ist: der Zugang zu Computern und allem, was einem zeigen kann, wie diese Welt funktioniert, sollte unbegrenzt und vollständig sein. Auch darauf wird hier Angriff genommen. Alle Informationen müssen frei sein. Diversität und Vielfalt soll gefördert werden. Das ist das, was uns wichtig ist. Und wir möchten auch nicht, dass irgendwelche Algorithmen uns davon abhalten, zu sehen, was wir halt sehen möchten, zu teilen, was wir möchten und unseren Content halt anderen zur Verfügung zu stellen, ohne dass irgendein richtig schlechter Algorithmus uns davon abhält. Und last but not least ist einer der sehr wichtigen Punkte der Hacker-Ethik. Und jeder, der hier Content kreiert, der sich selber streamt, der sich im Internet zeigt: man kann mit Computern Kunst und Schönheit schaffen. Und ich denke, genau das wollen wir alle. Und das heißt, wir sind pro einer Mashup-Kultur, wir sind für Fair Use und wir sind für eine Nutzung von Content in einem modernen Urheberrecht, was wie Nico gesagt hat, dem 21. Jahrhundert angemessen werden. Denn ganz zum Schluss: Computer können dein Leben zum Besseren verändern. Danke.